Herrlich, ehrlich. Das beschreibt Elena Uhlig wohl ganz gut. Gerade weil die 43-Jährige so gerne ihre Fans an ihrem Leben teilhaben lässt, hat sie auf ihrem Instagram-Kanal auch ihre Typveränderung live übertragen. Und für diese sind ihre schulterlangen Haare Geschichte. Manche Sachen gehen dann auch mal im Leben zu Ende. Ihr seht, alles wächst raus, ich werde grau und alles. Aber es ist völlig egal, weil jetzt kommt für den neuen Dreh la 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 la. Und tatsächlich, die Schauspielerin lässt sich für ihren neuen Dreh Extensions einsetzen und hat schwuppdiwupp eine lange Wallemähne. Elena scheint sich mit ihrer Frisur ziemlich wohl zu fühlen und posiert gekonnt für ihre Handykamera. Doch auf dem Foto, das sie zu einem späteren Zeitpunkt postet, wird deutlich, so happy ist die Vierfach-Mama dann wohl doch nicht mit ihren Haaren. Denn zu ihrem Posting fügt sie diese Worte hinzu. Ich drehte wieder mit schlimmen Nägeln und extra schlimm gemachten langen blonden Fake-Haaren. Doch die Fans der authentischen Schauspielerin sprechen ihr sofort Mut zu. Ein schönen Menschen entstellt nichts, lautet ein Kommentar. Ein anderer User schreibt, du kannst doch alles tragen. Ein Glück stellt Elena klar, dieser Look bleibt nicht für immer. Nächste Woche drehe ich auch schon wieder was anderes und dann kommen sie raus. Schön, dass sie diese Typveränderung mit uns geteilt hat.